Ich hole mir jetzt erstmal da hinten den Punkt noch. Also den hier. Es wird schwächer. Vorsicht! Das geht nicht. An die Punkte komme ich gar nicht erst ran. Ja, und hier bei der Kamera sehe ich ja jetzt die Minen nicht. Nützt mir also nicht so wirklich viel. Das war falsch. Ach verdammt. Warum hat die jetzt nicht abgelenkt? Naja, dann lenk jetzt ab. Da kann ich eventuell rüber hinter den, ich sag mal, Käfer da oben. Ich kann noch nicht. Ah, jetzt. Dann mach mal. Aha, okay. Ist nur schade um die Punkte da hinten. Das sind ja mehrere. Von hier aus. Ja, okay. Dann mach mal. So. Ja, wenn er da mal so laufen würde, wie er laufen soll, wäre das nicht schlecht. Wow. Und hier kann ich klettern. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Ja, da. Gut. Dann mach. Und, er geht weder runter. Er springt nirgendwo hin. Er geht nicht hoch. Er geht nicht runter. Ich will da rein. Ja, dann mach mal, weil ich meine, jetzt im Moment. Wo springen sie? Wo kann ich denn hinspringen? Da hoch! Warum hat das gerade nicht gemacht? Ja, ist okay. Hier bin ich sowieso, glaube ich, in Sicherheit. Glaube ich. Gut. Dann mach mal. Greife den Schützturm an, um die Eliminierung zu ermöglichen. Oh, oh, oh. Oh. Treff mich bitte nicht. Okay, ist in Ordnung. Naja, okay, drücke RT oder X, um das Geschütz abzufeuern. Ja, mach. Tu ich. Ach so. Ja. Was habe ich da jetzt von? Außer einer coolen Kamera. Halte LT gedrückt, um rein zu zoomen. Ah, okay. Ah, nein. Wirst du wohl da wieder drauf gehen? Nee, verarsch mich doch. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, Schätzchen. So, zoomen. Wo? Da hinten. Haha, dafür sind die Fässer.
Von wo? Jetzt noch? Ich sehe keine. Doch, da. Oh, das hat nicht geklappt. Scheiße. Das hat aber geklappt. Geh kaputt. Geh kaputt. Du auch. Komm, komm, komm. Geh kaputt. Jawohl. Noch. Wo ist er denn? Da ist er. Ich glaube, das war der letzte. Hoffe ich. Nichts wie weg hier. Wo läuft sie jetzt hin? Ach, die läuft jetzt da. Okay. Und beobachten wir doch mal. Na. Sieht nice aus. Und ich glaube, ich habe es bisher noch nicht gesagt. Netten Hintern hat sie. Gut. Dann gucke ich doch mal, dass ich auch wieder zu ihr komme. Und ich glaube, jetzt können wir auch die ganzen roten Kügelchen da einsammeln. Wo bin ich denn hergekommen? Das war doch hier irgendwo, oder? Kann ich das jetzt? Ja, zu dir muss ich hin, richtig. Und wie? Ich möchte hier wieder runter, wo ich hergekommen bin. Das geht wohl nicht. Wo lang? Ach, da lang jetzt. Okay, na gut. Warum auch den gleichen Weg zurückgehen, den man gekommen ist, wenn es einen affenartigeren anderen gibt? Hopp. Hopp. Wohin? Dahin. Hopp. Und hopp. Ja, sah gut aus. Jetzt darüber. Hey, warte. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich kann deine Ausrüstung upgraden. Tipps Werkstatt. Wo geht sie denn jetzt hin? Du sollst meine Ausrüstung upgraden. Och. Kampf, Gesundheit, Schild, Stab. Und das wird wohl von den roten Punkten da oben ausgehen. Da gehe ich jetzt mal schwer von aus. Kampf. Raumattacken-Upgrade. Ja, die habe ich ja vergessen, wie sie gingen. Erhöht die Taumelzeit von Gegnern, die von Raumattacken getroffen wurden. Stun-Aufladungs-Upgrade. Erhöht die elektrische Ladung, sodass mehrere Gegner getroffen werden. Das ist nicht so ganz schlecht, würde ich mal sagen. Ach, da stehen auch Zahlen. Das werden wohl die Zahlen sein, die ich dafür ausgebe von den roten Punkten. Okay, Fokusattacke. Moko. Monkey bündelt die Energie des Stabs zu einer gewaltigen Attacke. Konterattacke. Eine mächtige Konterattacke, die dem Kampf die entscheidende Wendung geben kann. Ausweichen, hinter einen Gegner gelangen und ihn dann angreifen. Zeigt den Kampfstatus der Gegner auf Monkeys HUD an. Das klingt mehr als gut. Das nehmen wir auf jeden Fall schon mal. Angreifende Gegner leuchten rot, blockende Gegner leuchten blau, verwundete Gegner leuchten gelb. Das kann ich mir im Leben nicht merken, aber ist in Ordnung. 50.000, 45.000, ich meine, wir haben ja da oben ordentlich an Punkten. Ist das da oben jetzt gerade abgezogen worden? Da oben ordentlich an Punkten. Fokusattacke. Raum, ja, den Raum weiß ich wie gesagt nicht mehr, was das war. Ich meine, X festhalten, ich weiß es aber nicht mehr. Stun-Aufladungs-Upgrade, das kaufen wir einfach auch mal. Ja, das wird da oben abgezogen. Okay. Ne Konter wären 45.000, das hier sind 50.000. Das sind 45.000. Also zwei Sachen geht schon mal nicht. Ausweichen, hinter den Gegner gelangen und dann angreifen. Machen wir das noch. Drücke X beim
ausweichen. Die Art der Ausweichattacke hängt vom Timing ab. Okay. Und hier gab es ja auch so einen Tipp. Nein. Jetzt haben wir noch 22.000 übrig. Da können wir nichts, zumindest hier nichts machen. Gucken wir hier mal. 20.000 erhöht Monkeys Gesundheit. Was ist das? Monkeys Gesundheit regeneriert sich mit der Zeit komplett. Aber 60.000, das können wir sowieso nicht. 20.000, 32.000, 50.000, 65.000. Das ist ja cool. Und hier? Das ist bestimmt die Geschwindigkeit, wie sich das regeneriert. Ein bisschen mehr Gesundheit kann auf jeden Fall auch nicht schaden. Machen wir da mal. Was könnten, hätten wir denn noch gekonnt? Stab? Alter, was gibt's denn hier alles? Feuerrate, Munitionsaufstockung, Stun-Dauer, Stun-Effekt, Plasma-Durchschuss. Schüsse gehen glatt durch Gegner durch und können weitere treffen. Das ist ja cool. Verdoppelt den Schaden, den ein Plasmaschuss beim Feind verursacht. Okay. Haben wir jetzt alles? Ah ne, oben hatten wir noch Schild. Reduziert die Zeit, die das Schild zum Wiederaufladen benötigt. Ja, in mehreren Stufen. Erhöht die Anzahl der Schüsse, die Monkeys Schild wegstecken kann. Auch mehrere Stufen. Erhöht die Anzahl der Schläge, die Monkey abblocken kann, ehe er Schaden nimmt. Auch höhere Stufen. Ja, nette Sachen. Jetzt wissen wir auch, wofür die roten Dinger sind. Ein Grund mehr, die Samt zu sammeln. Und zwar alle. Frag dich nur, wie wir drankommen. Ich meine, da unten waren keine, ne? Dann hier lang. Und da lang. Kannst du mir rüberhelfen? Nein, ich will da hinten die Punkte noch haben. Ich komme gleich wieder, Schätzchen. Moment. So und so. Ah, hier geht's runter. Wow, auf die Entfernung sammle ich die? Hier, das Ding hat mich jetzt irritiert. Deswegen habe ich nicht gesehen, dass ich hier lang gehen kann. Wow. Guckt euch das an, wie die angeflogen kommen, das auf die Entfernung. Hier war keiner mehr, ne? Ich muss doch bisher immer fast in den Dingern drinstehen. Na, ich meine, soll mir recht sein. Bob, bob. Ja, sammel du. Ach, das waren die von den Gegnern liegen geblieben sind, bestimmt. Die brauche ich nicht direkt ganz dran zu gehen. Da ist noch einer. So. So. Habe ich alle? Ich glaube ja. So, dann gehen wir mal zu ihr. Zu Trip. Wir wissen ja jetzt, wie sie heißt. Wow. Da sind auch noch Pünktchen bei ihr. So, und da lang. Und erstmal das. Na, nimm schon. Und dann das. Jawohl. So, und dann schmeiße ich dich mal darüber. Was wieder nicht geht. Doch jetzt. Wow, hat sogar auf Anhieb geklappt. Ja, Gesundheit voll. Da sind noch Punkte. So. So. Na? Und nun? Und nun gucken wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bei Enslaved Odyssey to the West. Und da hinten ist noch ein roter Punkt, den sammeln wir auch in der nächsten Folge. Ciao!